Ja, ich stehe hier vor einem sehr geschichtlichen, kulturhistorischen Hintergrund. Und das ist so eine Sache, die auch dich sehr anspricht. Also dir gefällt das sowas. Es hat was mit Romantik zu tun, aber auch eben mit unserer Geschichte. Ja, ich bin von Haus aus auch Historiker und historisch interessiert. Und ich sehe mir gern so alte, kulturell schöne Gebäude an. Das hat was, das baut einen so ein bisschen auf in der jetzt harten Zeit. Das schauen wir uns näher an. Alles klar, machen wir. Du hast auch ein bisschen eine Vorliebe für Frauen, denen die Kultur unserer Vorfahren am Herzen liegt. Genau. Das heißt also, die auch ein bisschen Ahnenforschung zum Beispiel betreiben und vielleicht auch mit der Blutsverwandtschaft sich ein bisschen auskennen. Wer kommt da für dich in Frage? Also andere Leute, die gehen da immer so im Sexmodell hinterher, aber das ist bei dir jetzt nicht so. Ja, bei mir ist das anders. Also bei mir entscheide ich bei der Frau nach Charakter und besonders positiv aufgefallen ist mir da in letzter Zeit, vor über einem Jahr im Herbst, die Melanie Dittmar, die hatte ich dann über YouTube und über Lotta, ist die so aufgefallen als politische Aktivistin und ich war beeindruckt, wie sich diese junge Frau für unsere Heimat und für unser Volk engagiert und ich muss ehrlich gestehen, ich war hin und weg und habe mich auch in sie verliebt, das wollte ich dir auch direkt so sagen, Melanie, ich hatte mich total verknallt in dich und finde dich unheimlich beeindruckend, unheimlich charismatisch, unheimlich engagiert und ich habe mich verknallt in dich und finde das, hoffe, dass du mich auch mal gern näher kennenlernen würdest. Das wäre so mein Herzenswunsch, das muss ich so sagen. Ich sage das einfach mal so ganz frei vom Herzen weg. Ne? Das bleibt Ihre Entscheidung. Ja, klar. Da müssen wir natürlich schauen, wie es da wieder weitergeht. Würde mich natürlich freuen. Jetzt lass uns da mal reingehen. Ja. Wir schauen das noch ein bisschen näher an bei Kerzenlicht und bleib dran. Du bist jetzt jemand, der eben wesentlich gerne eine deutsche Frau hat als eine andere. Und das ist auch ein Grund, warum auch viele Leute zu uns kommen, weil sie einfach die deutschen Frauen gern haben. Und du bist einer der wenigen Deutschen, der sagt, das ist so, das stimmt auch. Ja. Ja. Du möchtest auch später mal Kinder haben. Ja, durchaus. Also so eine Familie mit 1, 2, 3 Kindern, könnte ich mir vorstellen. Also hängt natürlich von der Frau, von der Gesamtsituation ab, aber das so Familie für mich was sehr Positives. Ja. Bisher kam ich ja mit ihr nur 3-mal kurz ins Gespräch und der Unterschied ist ja auch, ich kenne sie aus dem Internet und sie ist ja eine Person des öffentlichen Lebens und ich bin in der Hinsicht ja ein No-Name, also nicht so allzu bekannt. Und sie kennt mich ja im Prinzip noch fast gar nicht. Ne? Das ist so auch der entscheidende Unterschied. Ne? Ja. Und da würde ich sie gerne mal persönlich bitten, ob sie mal Lust hätte, mich kennenzulernen und dass man sich vielleicht mal trifft und schaut, ob so die Chemie stimmt und ob da überhaupt der Funke überspringt. Und ich muss sagen, diesen revolutionären Charme, den sie hat und diese Führungsqualitäten, das ist enorm beeindruckend und das hat mich wirklich verzaubert. Und ich muss sagen, da habe ich mich wirklich schwer in sie verliebt. Also ich habe mich da schwer in dich verliebt. Wollte ich dir nochmal so sagen, wir hatten ja schon 3-mal Gespräch und da habe ich das nicht so aktiv zur Sprache gebracht. Ich bin vielleicht etwas schüchtern, ist so, aber man muss ja da mal konkret werden und mal Flagge zeigen. Ja, und, also es gibt durchaus Leute, die sehr großen Gefallen an starken Frauen finden. Ja, doch, auf jeden Fall. Das erinnert an die altgermanischen Amazonen, da an Brunhilde von Island und diese Sagengestalten. Und die sehe ich persönlich in Melanie verkörpert, also Melanie, wenn du mir erlaubst, das so zu formulieren. Ja, also richtig geil, das gibt's. Ja. Leute, wenn ihr auch sowas kennt oder dazu was zu sagen habt, postet es einfach rein in die Kommentare. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt über euren Fortgang. Leute, so sieht ein deutscher Mann aus. Merkt euch das. Ja. Und auch von der Figur her, der steht da wie eine Eins. Das ist